Vor zig Millionen Jahren setzte eine Naturgewalt zwei riesige Massen auf einen unausweichlichen Kollisionskurs, der das Angesicht der Erde verändern und über Leben und Tod tausender Spezies entscheiden würde. Diese Naturgewalt war die Plattentektonik und die Massen waren Nord- und Südamerika. Obwohl sie mit nur 2,5 Zentimetern pro Jahr aufeinander zuschlichen, hatte ihre Kollision massive ökologische Auswirkungen, da sie eine der größten biologischen Migrationsbewegungen in der Geschichte der Erde auslöste. Den großen amerikanischen Faunenaustausch. Die Geschichte beginnt vor 65 Millionen Jahren, zu Beginn des Zeitalters der Säugetiere, als das heutige Nord- und Südamerika durch ein Meer getrennte Kontinente zwischen Atlantik und Pazifik waren. Zu dieser Zeit beherbergte die Fauna von Südamerika unter anderem gepanzerte Glyptodonten so groß wie Kompaktwagen, gigantische Riesenfaultiere mit einem Gewicht von über einer Tonne, Beutelratten, Affen und fleischfressende Raubvögel. Nordamerika hatte seine eigenen Spezies wie Pferde, Bären und Säbelzahnkatzen. Über 20 Millionen Jahre führte die Verschiebung der Farallon-Platte und der Karibischen Platte zur Entstehung der zentralamerikanischen Vulkankette, einer Halbinsel verbunden mit Nordamerika, die nur durch eine schmale Meerenge von Südamerika getrennt war. Durch die Wanderung dieser Erdplatten auf der Magmaschicht weit unter dem Pazifischen Ozean verschob sich die Karibische Platte ostwärts. Und vor etwa 15 Millionen Jahren kollidierte Südamerika schließlich mit diesem zentralamerikanischen Bogen. Das führte allmählich zur Schließung der Verbindung zwischen Pazifik und Karibik und der Bildung einer Landbrücke, die Nord- und Südamerika miteinander verband. Landlebewesen konnten nun zwischen den zwei Kontinenten wandern. Fossile Funde belegen, dass die anschließenden Zerstreuungswanderungen in mehreren Wellen stattfanden. Wenngleich sich Pflanzen nicht selbst fortbewegen können, verbreiten sie sich leicht durch Wind und Wellen, sodass sie, zusammen mit einigen Vogelarten, als erste migrierten. Ihnen folgten diverse Süßwasserfische und Amphibien. Und als letztes begaben sich die Säugetiere auf die Reise über die Landbrücke. Aus Südamerika verbreiteten sich Säuger wie Riesenfaultiere und Glyptodonten großräumig über Nordamerika. Außerdem kolonisierten viele Säuger der südamerikanischen Tropen, wie Affen und Fledermäuse, die Wälder Zentralamerikas und sind dort heute zahlreich vertreten. Südamerikanische Raubbeuteltiere starben vor etwa 3 Millionen Jahren aus. Zu dieser Zeit migrierten nordamerikanische Raubtiere wie Katzen, Bären und Füchse nach Süden und besetzten deren ökologische Nische. Pferde, Lamas, Tapire, Pumas, Säbelzahnkatzen, Gomphotherien und später auch Menschen folgten über die Landbrücke nach Süden. Aber was an Land passierte, ist nur die halbe Geschichte. Aus einem riesigen Ozean wurden zwei, was zu Unterschieden in Temperatur und Salzgehalt der beiden Gewässer führte. Außerdem wurde die Landenge zur Barriere für viele Meeresorganismen, wie Meeresweich- und Schalentiere, Foraminiferen, Moostierchen und Fische, und sie trennte die Population vieler weiterer mariner Arten. Sie bewirkte zudem die Entstehung der thermohalinen Zirkulation, einer globalen Meeresströmung, die warmes Wasser quer durch den Atlantik befördert und das Klima der Ostküste Nordamerikas, der Westküste Europas und vieler anderer Regionen beeinflusst. Es ist schwierig, alle Arten zu erfassen, auf welche die Kollision der zwei Amerikas die Welt verändert hat, aber es ist sicher, dass der große amerikanische Faunenaustausch das Leben auf dem Planeten und die Menschheit nachhaltig beeinflusst hat. Was, wenn diese Spezies nicht ausgestorben wären? Oder wenn es keine Affen in Zentralamerika gäbe? Oder keine Jaguare in Südamerika? Was, wenn die thermohaline Zirkulation nicht fließen würde? Wäre es an der Ostküste Nordamerikas dann viel kälter? Das alles zeigt, dass die nachhaltigsten Veränderungen auf unserem Planeten nicht die explosiven sind, die augenblicklich passieren, sondern die, die schleichend zu unumkehrbaren Veränderungen führen. Wir sind das Produkt dieser Geschichte. Danke fürs Zuschauen! Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf Abonnieren und verpasse keine Gelegenheit, etwas dazuzulernen. Thank you.